Ja, hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einem kleinen Tipp oder Hinweis. Es geht um IP-Tables. Das ist ein Paketfilter unter Linux, also ein Programm, der die eingehende und ausgehende Pakete, ja, den Traffic halt überwacht. Kurz und einfach gesagt, ist das eine Firewall. Ich denke aber, dass den meisten den Begriff geläufig ist, ja, oder zumindest schon mal gehört haben, auf jeden Fall. Und aber jeder, der damit regelmäßig arbeitet, behaupte ich jetzt einfach mal, dass er oder sie eben schon mal die Peinlichkeit erlebt hat, sich ausgesperrt zu haben von einem Remote-Server. Ja, die Firewall basiert eben auf Regeln, die wir erstellen und die von oben nach unten abgearbeitet werden. Und ja, wenn wir beispielsweise eine Regel erstellen, was den SSH-Zugang betrifft und diese eben an der falschen Stelle hier irgendwo setzen, dann wird die Verbindung sofort unterbrochen, falls wir da drauf sind. Und wir haben da keine Chance mehr, mit SSH zumindest auf dem Server zu kommen. Wenn wir da physikalische Zugang irgendwie direkt haben, ist das alles vielleicht nicht so schlimm. Wenn wir eventuell sogar den Kunden selbst anrufen müssen, um vielleicht den Server neu zu starten, im besten Fall, dann wird es, finde ich, schon peinlich. Nun, das mit dem SSH passiert vielleicht eher selten bis sehr selten, ja, da passiert der höllisch rauf. Allerdings gibt es da noch eine Möglichkeit, den Server komplett zu sperren, sodass da überhaupt nichts mehr geht. Also keine Dienste, ja, wie HTTP, HTTPS und sonst was da noch erreichbar sein soll eben. Ja, der Server nimmt überhaupt gar keine Anfragen mehr an. Er schmeißt sie alle einfach weg. Und ja, da geht nichts mehr. Und genau das wollte ich euch jetzt schnell zeigen, wie einfach und schnell das gehen kann. Beziehungsweise worauf man da wirklich achten sollte, damit das nicht passiert. Und zwar in dem Fall hier, beziehungsweise vielleicht nochmal kurz vorab, ja, da gibt es nochmal zwei Optionen. Und zwar kann eine Firewall so konfiguriert werden, dass entweder alles verboten ist, was nicht explizit erlaubt ist, oder aber alles ist erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ja. Die Meinung scheint da irgendwie ein bisschen geteilt zu sein. Manche sagen, dass man das nicht alles verbieten sollte, was halt ja, nicht erlaubt ist irgendwie. Ich mache das immer so, ja, also erstmal alles verbieten und dann kann man nach und nach, was da eben gebraucht wird, die Dienste freigeben, ja, mit der Zeit halt. Manche reden da von Paranoia. Meiner Meinung nach ist die Paranoia da an der Stelle schon berechtigt. Deswegen werde ich auch weiterhin so machen. Ja, also alles verbieten und dann die Dienste nach und nach freigeben, je nachdem. Und nun, wie auch immer, ja, ich will euch jetzt schnell zeigen, was passieren kann, wenn die Regeln kopflos sozusagen gelöscht werden, ja, ohne darüber nachzudenken, damit es euch das hoffentlich nicht passiert. Und zwar anhand eines, ja, ganz einfachen Beispiels hier. Das sind jetzt ein paar, ja, sehr wenige Regeln, aber ja, grundlegende Regeln für einen Webserver, die eben so aussehen. Als allererstes haben wir uns hier den SSH-Zugang gesichert, ganz wichtig. Ja, das ist jetzt hier IPv4, IPv6. Dann die Loopback-Interface, die übrigens auch gerne vergessen wird, hin und wieder, und aber wichtig ist. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir alles verboten. Ja, also alle anderen ankommenden Anfragen werden nicht mehr abgearbeitet. Ja, werden einfach weggeschmissen, was hier nicht zutrifft auf diese Regeln. Danach können wir uns hier, ja, weitere Regeln hier anhängen, halt in dem Fall HTTP, HTTPS. Ja, der Webserver ist jetzt hier also erreichbar und wir haben SSH-Zugang. Das sind jetzt hier nochmal die sogenannten etablierten Verbindungen, damit wir beispielsweise, ja, Updates ziehen können.
Zack, ja, und das war es jetzt hier erstmal. Also, wir haben jetzt SSH-Zugang und HTTP, HTTPS, also Webserver ist erreichbar. Alles anderes wird hier ja gedroppt, weggeschmissen. Alle anderen Anfragen auf dem Webserver sieht jetzt hier oder ja, wurde jetzt so aussehen. Hier Input, das ist die Kette, ja, die ankommenden Anfragen. Wir haben hier nochmal Forward Output. Vielleicht mache ich das mal mit minus minus Line Numbers, war das, glaube ich. Zack, genau. Dann haben wir jetzt hier auch, ja, sind wir rotiert. Das ist wichtig hier, die Reihenfolge, wie gesagt. Ja, wir haben jetzt hier SSH, HTTPS, HTTP und die sogenannten etablierten Verbindungen hier. Alles gut und schön, läuft alles. Nun, also normalerweise sieht es hier ein bisschen anders aus, also das sind ein paar Regeln mehr. Das ist jetzt hier, wie gesagt, sehr einfach. Jetzt kommt ein schlauer Admin daher, vielleicht ein schlauer, und sagt, ja gut, das passt mir alles nicht. Ich will meine eigenen Regeln machen, bevor ich jetzt hier viel Zeit verbringe und mir alle Regeln durchschaue und ändere. Lösche ich einfach alles. Das geht einfacher vielleicht mit IP-Tables minus F, ja, Flush. Ich flushe alle Regeln, dann sind die alle gelöscht. Wenn ich jetzt Enter drücke, werden die jetzt alle gelöscht. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Und ja, stelle mir eben neue Regeln von neu sozusagen. Allerdings musste man hier nochmal nachschauen, vielleicht bevor man das hier macht. Wir sehen hier die Policy, ja, das ist jetzt die Default-Einstellung sozusagen, ja, für den Output-Chain, Kette hier ist Accept, also da wird alles erlaubt quasi, Forward auch, was nicht verboten ist. Allerdings, wenn wir jetzt hier nachschauen, das ist der Input, das sind die ankommenden Anfragen hier mit den ganzen Regeln. Hier sehen wir, dass die Policy Drop steht. Ja, das ist jetzt die Default-Policy. Für diese Kette, für die ankommenden Anfragen. Das bedeutet, alles, was auf diese Regel nicht zutrifft, wird ja eben weggeschmissen. Wenn wir jetzt alle diese Regeln hier löschen, dann haben wir gar keine Regel mehr. Ja, da kann hier nichts mehr zutreffen und alles wird gedroppt. Das bedeutet, der Webserver ist überhaupt nicht mehr erreichbar. Ja, wenn ich jetzt Ich bin jetzt mit SSH hier. Ich drücke mal Enter und weg vom Fenster bin ich schon. Ja, das geht ratzfratz. So, das ist jetzt, ja, ich bin jetzt hier raus mit meiner Session, ist weg. Webserver, also jetzt ist überhaupt kein Dienst mehr erreichbar. Ich habe jetzt hier Zugang zum Server, genau. Und kann das jetzt wieder. Ja, neu starten bzw. die Regeln wiederherstellen. Ist nicht so schlimm, aber wie gesagt, wenn der Server jetzt irgendwo sonst wohin steht, muss einer vor Ort, da haben wir überhaupt keine Chance mehr, irgendwie sonst da den Server zu erreichen. Das war es auch schon alles, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.